das Reha-Zentrum Eden-Reha in Donaustauf. Hier schuften Spitzen- und Breitensportler nach Verletzungen für ihr Comeback. Unter ihnen auch seit nunmehr rund 8 Wochen Adam Srella. Der Clubstürmer hat sich Ende Februar im Training das vordere Kreuzband gerissen. Nun arbeitet er fleißig an seinem Comeback. Am Anfang in der Rehabilitation ist primär die Ruhe das Wichtige, dass eben die Wunden gut verheilen, dass die Schwellung zurückgeht, dass dann eben auch der Erguss, der im Gelenk meistens mit vorhanden ist, gut abtransportiert werden kann, wenn er dann im Übergang zur Vollbelastung ist, dass er halt eben Sicherheit gewinnt, dass er das Bein gut belasten kann, dass er wieder normal läuft. Und dann anschließend muss eben die Stabilität im Vordergrund stehen, dass nicht zu früh, zu schnell, zu viel belastet wird. Und ganz am Ende der Rehabilitation, wenn dann die Kraft vorhanden ist, die Muskulatur wieder auftrainiert ist, dann ist es natürlich mehr eine sportartspezifische Belastung, die wir dann wieder brauchen. Vor seiner Verletzung war der Slowake Stammspieler, feierte nach einer Sprunggelenksverletzung gegen Frankfurt sein Bundesliga-Debüt und traf prompt zur zwischenzeitlichen Führung. Vier Tage vor dem Heimspiel gegen Leipzig, dann das Drama. Zweikampf, verdrehte sich Srelak das Knie, blieb sofort liegen. Ich habe sofort gemerkt, dass es etwas Schlimmes sein muss. Ich habe dann auf das MRT-Ergebnis gewartet, das war schon wirklich sehr hart für mich. Aber dann habe ich mir gesagt, es ist nur eine Verletzung, ich muss jetzt nach vorne schauen. Jetzt bin ich in meiner Reha und seit der Operation fühle ich mich gut. Darüber bin ich wirklich glücklich. Adam ist Gott sei Dank ein sehr, sehr positiver Typ, der am Anfang zu Tode betrübt war, was aber jeder Sportler ist, der eine so schwere Verletzung hat und auch weiß, dass er über Monate jetzt bei seinem Sport raus ist und dann eben erst wieder sich ins Wettkampfgeschehen zurückkämpfen muss. Aber Adam hat es sehr, sehr schnell abgehakt und ist jetzt sehr positiv, dass er sehr schnell und genauso stark wie vorher zurückkommen wird. Also läuft gut für ihn und vom Kopf her ist er, glaube ich, sehr, sehr positiv. Nach überstandener OP ging es sofort los mit der Reha. Zunächst in Nürnberg mit Stabilitätsübungen und Krafttraining für den Oberkörper. Bevor es dann nach Donaustauf ging, wo nun täglich 6 bis 8 Stunden gearbeitet werden, um das Vertrauen und die nötige Stabilität ins Knie zu bekommen. Wir haben eine grobe Planung, die eine Woche hin oder her grob keine große Rolle spielt. Und Adam ist absolut im Plan. Er ist weder schneller noch langsamer, sondern es läuft genau so, wie man sich eine Reha vorstellt. I feel every day better, so ich fühle mich jeden Tag besser. Das ist auch echt wichtig für den Kopf. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf den Platz zurückzukehren und endlich zu spielen. Inzwischen kann der 25-Jährige sein Knie schon wieder recht gut belasten. Die Intensität steigert sich von Tag zu Tag. Und auch wenn es noch ein langer Weg ist, bleibt der Stürmer zuversichtlich, noch in diesem Jahr auf den Rasen zurückzukehren. Wir werden ihn auf diesem Weg weiterhin begleiten.